Herzlich willkommen bei Close to the Action. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute treffen darf. Gehen wir mal ganz zum Anfang zurück. Du hast als Model angefangen und bist dann erst in die Schauspielerei gewechselt. Aber war die Leidenschaft für die Schauspielerei schon vorher da? Also ich muss sagen, bis ich realisiert habe, dass die Leidenschaft da ist, hat es ein bisschen gedauert. Also ich habe schon in der Schule, in der Theater-AG, immer gerne die erste Geige gespielt. Nee, also ich habe halt einfach, schon als Kind habe ich mir zu Hause, ich bin gerne in den Zirkus gegangen. Mache ich heute nicht mehr so gerne. Aber habe dann schon mir immer so kleine Bühnen gebaut und wollte dann immer der Familie irgendwie was vorspielen und so. Und habe dann später eigentlich erst mir gedacht, vielleicht kann ich das ja auch umsetzen und halt im Schauspiel anfangen. Du bist hoch im Norden aufgewachsen. Gab es da in deiner Kindheit so Vorbilder, wo du gesagt hast, und genau das möchte ich später auch machen? Boah, ich glaube, als Kind will man irgendwie alles werden. Von Tierarzt über, ich wollte mal Pilotin werden. Also dann hätte ich, glaube ich, viele Vorbilder gehabt. Es gab jetzt kein explizites... Ich war mir schon ziemlich früh sicher, dass ich nicht den klassischen Schulweg machen werde, wie man eigentlich macht. Und genau so ist es dann auch gekommen. Aber so ein klassisches Vorbild, nee. Mhm. Wenn man sich deine Karriere so anschaut, dann klingt das so wie so ein modernes Märchen. Du hast mit 14 bist du entdeckt worden, dann hast du die Schule abgebrochen, bist nach Hamburg gezogen mit 18, danach nach Mailand, hast als Model gearbeitet und dann durch Heute bin ich blond bist du zum Filmstar aufgestiegen. Wenn du dir deine Karriere heute nochmal so rückblickend anschaust, würdest du alles nochmal genauso machen? Also ich glaube, ich bin Mensch, ich entscheide halt viel aus dem Bauch heraus, ne? Und natürlich... Wenn man sagt, das hört sich an wie ein Märchen, hört sich das alles toll an, aber es gab halt auch richtig harte Zeiten. Ich habe teilweise monatelang in meinem Auto geschlafen, weil ich keine Wohnung hatte und habe auch so meine erste Wohnung bekommen. Es hat jemand geklopft und meinte, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann meinte ich, ja, wenn du eine Wohnung hast, ja, sonst lass mich in Ruhe. Ne? Und das hört sich halt immer schöner an, als es ist. Und ich glaube einfach, dass ich zurzeit würde ich nichts ändern wollen, weil jetzt bin ich halt hier und freue mich auch zum Beispiel mit dir dieses Interview zu machen, weil das halt ja alles aufeinander aufbaut, ne? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man halt sich selber auch vertraut. Und das habe ich eigentlich schon immer gemacht, was nicht einfach ist. Aber ich habe es halt auch so gelernt. Ich bin so erzogen worden. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich was ändern wollen würde oder so. Nee. Die schlimmen Haarfarben, die würde ich ändern wollen. Und, aber das jetzt nicht bezogen auf die Karriere. Aber da war halt schon so, ich habe teilweise mal bei so Shootings habe ich... rot gefärbte Haare bekommen, dann waren die lila und dann ging das wieder alles nicht. Dann lief mir die ganze Suppe im Gesicht runter. Und das sind so Sachen, wo man halt so denkt, man hätte ein bisschen besser organisiert sein können. So. Aber sonst nicht. Gab es so in dieser harten Zeit, jetzt die Haare mal weggelassen, so Momente, wo du gesagt hast, okay, ich gebe es auf, ich gehe zurück nach Hause? Naja, also man hat ja keine Wahl in dem Sinne. Also entweder du willst halt selbstständig sein und dann musst du dich dafür entscheiden oder du machst halt einen Rückzieher. Und natürlich, man kann den einfachsten Weg wählen, aber ich bin generell kein Fan davon, weil ich glaube, man muss seine Komfortzone, egal in welchem Umfeld, wir alle sind Menschen und haben eine Komfortzone. Wenn wir die nicht verlassen, dann wissen wir ja auch nicht, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Und ich versuche das immer auszuprobieren. Und deswegen war für mich klar, dass ich da nicht aufgebe. Es sei denn klar, man scheitert jetzt komplett, aber auch im Auto lässt es sich gut schlafen. Mache ich heute immer noch. Der Beruf Model, das ist so für viele junge Mädels ein absolutes Ziel. Wie denkst du heute über den Beruf? Ich war ja jetzt nie weltweit international so ein Topmodel, sondern halt ein Model, was gut gebucht war. Aber es gibt ja auch noch, also ich bin halt einfach zu klein. Beziehungsweise habe halt das nicht so groß ausgebaut. Aber ich glaube einfach, dass diese Illusion, da auf dem Laufsteg bewundert zu werden, das sind ganz kurze Momente, aber was dahinter steckt, regelmäßig Sport zu machen, von den Castings zu rennen, auch wirklich die Absagen wegstecken zu können, weil man wird ja auch kritisiert, ne? Dass man halt auch nicht an sich selber anfängt zu zweifeln und halt das auch nur als Job sieht, das ist halt echt schwer. Und auf der anderen Seite ist es natürlich total schön, wenn man tolle Leute um sich rum hat, aber das ist halt nicht immer so. Und das ist halt auf der einen Seite selbstverständlich, wenn man sich einen gewissen Status erarbeitet hat, aber auf der anderen Seite halt auch so gar nicht. Deswegen glaube ich, es gibt diese Fernsehsendungen, wo so Mädchen gecastet werden und ich finde das totalen Mist, ehrlich gesagt. Also, ja, finde ich nicht gut. Du hast in vorigen Interviews
erzählt, dass so die Rolle der Sophie in Heute bin ich blond, das war so der Punkt, wo du zur Modelwelt Tschüss gesagt hast und Hallo zur Filmwelt. Stand diese Entscheidung schon fest, bevor du die Rolle der Sophie bekommen hast, oder war das erst danach klar? Also für mich war klar, also ich habe schon die ganze Zeit irgendwie einen Weg gesucht, wie ich mich kreativ ausdrücken kann. Und ich bin einfach nicht drauf gekommen. Ich habe dann versucht, selber was zu schreiben oder will ich vielleicht fotografieren. Und ich habe immer irgendwas gesucht, was ich selber erschaffen kann. Weil im Model-Business ist es ja auch so, der Kunde hat halt eine Vorstellung, ist ja klar. Dir wird gesagt, was er sich vorstellt und du setzt das um. Aber ich wollte halt immer quasi in der Position sein, dass ich selber entscheiden kann, was ich umsetzen möchte. Und das hat sich dann ergeben. Ich habe die Anfrage bekommen. Es hieß ja, würdest du dir für eine Rolle die Haare abrasieren? Und ich dachte mir, ja, okay, ja, warum nicht? Also warum soll ich Nein sagen? Es gab für mich keinen Grund, erstmal zu sagen Nein, weil es sind halt auch nur Haare. Und dann habe ich für mich eigentlich das so gebaut, dass ich mir gedacht habe, hey, das ist wirklich ein guter Schritt für mich, diese ganzen oberflächlichen Sachen, Augenbrauen, Wimpern, Haare, das muss alles weg, weil ich für mich dann auch selber weiterentwickle und halt gerade für den Film auch schauen kann, was mit mir als Mensch passiert. Also ich fand es mega interessant. Hast du eine Veränderung gemerkt nach Heute bin ich blond? Weil der Film hat ja schon ziemlich für Furore gesorgt. Wie waren die Reaktionen danach? Also für mich war es halt vom Physischen her total interessant, weil wenn Menschen oder mein Gesprächspartner oder wer auch immer mir gegenüberstand, mit mir gesprochen hat, ich habe jeden Atemzug auf meinem Kopf gespürt, auf dieser Nassrasur. Oder auch, wenn es geschneit hat, es war so unglaublich kalt. Aber natürlich auch menschlich gesehen, die Reaktion von anderen Leuten, da habe ich das erste Mal richtig begriffen, was es bedeutet, wenn Leute einen anstarren und nicht irgendwie aus Bewunderung, sondern aus Irritation. Und das fand ich ganz komisch. Also eigentlich auch irgendwie ziemlich traurig, weil ich finde, es ist total egal, ob man jetzt irgendwie Haare hat oder nicht oder irgendwie dick ist oder dünn. Das wird immer so einfach gesagt, aber ich glaube, das ist halt wichtig, dass man einfach andere Menschen so lässt und auch unterstützt gerade, indem man sich auch bewusst dafür entscheidet, nicht zu starren. Und das versuche ich halt. Also das ist so ein bisschen hängen geblieben. Es ist halt einfach auch wirklich egal. Jeder Schauspieler hat so für seinen Beruf eine ganz eigene Definition, was Schauspiel für ihn persönlich aussagt. Hast du auch so eine Definition? Nee, ich würde das nicht als Definition. Nee, also ich spüre das eigentlich immer, wenn mein Herz sich darüber freut, was ich gerade mache, dann weiß ich, dass es genau die richtige Entscheidung war, das machen zu wollen und auch zu dürfen. Weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwie viel dreht oder immer mal wieder Angebote reinkommen. Und ich glaube, wenn man seinem Gefühl da vertraut, dann ist das schon die richtige Entscheidung. Wenn es irgendwann nicht mehr so ist, dann muss ich mir was anderes überlegen. Du warst ja auch bei Deutschland 83 dabei. Das wird jetzt fortgesetzt. Deutschland 86. Bist du auch wieder dabei? Nee, bin ich nicht dabei. Also meine Rolle ist ja quasi in der 83er Folge oder zum Staffelende raus. Ist ja, ich habe mich ja verabschiedet und nee. Wenn man sich mal so deine ganzen Rollen anschaut, eine Krebskranke, ein Mädchen aus dem Westen, eine Kommissarin bei Dresden Mord und zuletzt eine lebendig gewordene Gummipuppe bei Verrückt nach Fixi, das sind ja total unterschiedliche Rollen und Charaktere. Wie bereitest du dich darauf vor? Ach, ich liebe das. Ich finde das großartig. Ich habe zum Beispiel bei der Gummipuppe habe ich zusammen mit meiner Schauspiellehrerin, Coach Christiane Kupfer, haben wir so verschiedene Gangarten ausprobiert. Wie läuft eine Gummipuppe? Wir haben uns irgendwie Gummipuppen angeguckt. Haben halt geschaut, mit dem Auge zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe dann halt mit dem Auge so gezwinkert und habe halt versucht, die Gummipuppe auch irgendwie menschlich zu machen, aber ich finde es einfach total geil, verschiedene Sachen auszuprobieren. Deutschland 83 war für mich total interessant, weil mein Nachbar ist Historiker und mit dem bin ich durch die ganze Stadt gelaufen und der hat mir, ich habe in meinem Drehbuch irgendwie markiert, was ist hier passiert, habe ihn auch noch 20.000 andere Sachen gefragt. Man hat mir halt genau erklärt, hier war dies, hier war das. Und es war für mich einfach total interessant, weil ich bin 88 geboren. Und dann nochmal so eine Zeitreise zu machen, fand ich auf der einen Seite traurig und auch emotional, aber auch schön, dass es jemanden gibt, der einem das so nochmal beibringen kann. Zuletzt hast du gemeinsam mit Robin Schulz und James Blunt für deren neue Single Okay das Musikvideo gedreht. Wie war diese Zusammenarbeit? Das war total lustig. Also James ist wirklich sehr, sehr humorvoll. Robin war... Ich weiß nicht, die beiden sind einfach total lieb. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten zwei lange Drehtage, eine tolle Regisseurin und
mit dieser gelben Perücke da so ein bisschen rumzuspielen. Es war halt auch viel Improvisation, weil das Wetter war teilweise schlecht, also mussten wir halt kurzfristig was ändern. Aber wie soll das sein? Ich habe mich drauf gefreut, die waren entspannt. So mega cool und ja, ganz lieb. Du bist als Model viel herumgekommen, Deutschland 83 hat einen Emmy gewonnen. Lockt dich da so der internationale Markt? Ach du. Ja, also nein, sagen würde ich jetzt nicht, ne? Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt nach Amerika oder so, weil ich meine, es gibt ja auch noch andere tolle Länder, in denen auch tolle Filme gemacht werden. Irgendwie habe ich noch nie von jemandem gehört, ich muss nach Frankreich. Und da denke ich so, warum so einseitig, warum nicht irgendwie zu sagen, ich hätte zum Beispiel unheimlich Lust, in anderen Sprachen zu drehen. Oder ich habe jetzt Hot Dog, kommt so ein neuer Kinofilm mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Den haben wir zusammen gemacht. Der kommt jetzt im Januar in die Kinos. Da habe ich jemanden gespielt mit Akzent. Und das finde ich halt einfach total interessant, da so irgendwie zu switchen. Und deswegen, mit Französisch würde ich gerne lernen. Amerika, ja, ich hatte schon ein paar Gespräche, aber ich bin da erstmal entspannt. Abwarten erstmal. Lehnen, Füße hoch. Erstmal gucken, was passiert und dann schauen. Apropos Füße hoch, wie entspannst du dich denn nach so langen Dreharbeiten? Es ist witzig, dass du mich das fragst. Ich habe eine Fußmassagemaschine. Nee, weil, also ich laufe tatsächlich, ich habe heute Schuhe an, aber ich laufe tatsächlich relativ viel barfuß und ich bin so ganz viel im Wald. Ich fahre gerne Offroad, bin gerne alleine im Wald und laufe auch manchmal in der Stadt barfuß. Und irgendwann tun die Füße halt so unglaublich weh, weil ich übe damit meinen Füßen. Ich mache immer so einen Quatsch, naja, egal. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich denn, damit es meinen Füßen besser geht? Und dann habe ich mir diese Fußmassagemaschine, das ist sehr schwer, bestellt. Und seit gestern habe ich auch eine, also ich bin auf jeden Fall ein Geräteopfer, seit gestern habe ich eine Augenmassagemaschine, also so ein vollautomatisches Teil. Ja. Ich komme mal vorbei, dann zeigst du mir das ganz genau. Gibt es noch so einen Schauspieler, wo du sagen würdest, mit dem würde ich unglaublich gerne einmal drehen? Ja, Mads Mikkelsen. Warum? Den finde ich ganz toll. Ich habe ein Casting mit dem gemacht und der ist einfach unglaublich professionell, ist unglaublich talentiert und einfach so auf den Punkt. Ich habe bisher noch niemanden gesehen, der das so umsetzen kann und auch, das ist so, der ist einfach, ja, toll. Schwärmen. Nee, der ist halt wirklich toll, also vom Technischen her und auch einfach in seiner Lockerheit und Art und ich gibt's nichts, der kann wiederkommen. Vielleicht kommt er schon bei einem deiner nächsten Projekte. Damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Was kommt denn jetzt als nächstes außer Hotdog? Ja, wenn ich das immer so sagen dürfte, ist voll doof. Ich darf sagen, ich drehe einen ZDF-Zweiteiler. Mehr darf ich dazu leider nicht sagen. Dann drehe ich noch einen Kinofilm. Im Januar fange ich an. Und aktuell, ich habe morgen meinen letzten Drehtag. Aber ich darf noch nichts verraten, ist voll doof. Drehe ich noch eine Serie fürs TV, so, aber mehr darf ich nicht sagen.